Hello! Welcome! Welcome back! Bautes. Ja, wir gucken mal rein. Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Was haben wir im Late? Keinen einzigen Mac. Orks Schamanskis. Das wäre halt mal cool, aber du kommst du nicht mehr hin seit diesem beschissenen. Sorry für meine Ausdrucksweise, aber das muss einfach so gesagt werden. Pandaren-Nerf. Richtig nervig. Naja. Wir versuchen es trotzdem. Wir versuchen es trotz dessen. Schamanskis werden erzwungen. Und das in der Bishop-Lobby. Ich bin doch Bishop 7, Alter. Was habe ich in den letzten Runden gemacht, ey? Oh. I see. Ah ja, ich hatte ja Ogre und Alke. Oh Gott, das war so undankbar, ey. Das war richtig undankbar. Naja. I bring an end to magic. Okay. Vengerwulle. Was haben wir für Relikte? Wir haben Second Chance. Wir haben Reaper, aber auch Kiste. Seht ihr nicht? Okay. Ach, warte mal. Ja, ich krieg sonst wieder Ärger. I know. I know. Hallo? Hallo? So. Jetzt habt ihr es, wa? Jetzt könnt ihr das auch sehen. Sind noch ein paar Folgen wahrscheinlich gewesen, die gestört haben. Das ist nicht bad. Nom, nom, nom. Enchanted, I'm sure. Hm. Oh, damn, nice. 5. 6, 7, 8, 9. Dann machen wir das so. Ich hätte auch Mensch wegmachen können und dafür irgendjemand anderen behalten können, aber ich glaube, am Anfang ist er jetzt noch nicht so essentiell. Ich sollte mir die Items aber schon mal rausnehmen hier. Lord Omnimus. Ist das ein Level-Up? Vanguard? Das kann ich nicht gehen lassen. Dann machen wir es so. Ja, okay. Ich kann die Bench verkaufen. Aber ich verkaufe sie sowieso. Ich werde sie nicht auf Level 3 spielen. Ziemlich sicher. Okay. Ich glaube, das hätte ich auch so geschafft. Ich weiß nicht, also die Strat, die jetzt wahrscheinlich jeder spielen würde, in meiner mit dem, was ich hier habe, sind, ne? Demon Hunter mit Trolls. Vielleicht sollten wir es wirklich spielen. Das Ding ist halt, du spielst sie auf Level 3. When you play with Lena, you tend to get burned. Du spielst sie halt auf Level 3. Ich pre-level einmal, weil wir dann 10 Gold behalten und dann Level 4er bekommen können. Aber das Ding ist halt so jetzt, wir sind auf Level 5, wir könnten auch so rollen, ne? Ich könnte was dismissen, wir könnten rollen, alles Gucci, aber ich meine, ich habe die Strat noch nie gespielt und sie ist gerade sehr perfekt, weil Spectre ist drin und Troll ist drin. Also ich glaube, besser könnte es fast nicht sein. Nur das Einzige, was fehlt, ist Shrink. Der Boy ist strong. Das ist sehr ärgerlich. Ich gedacht, dass wir noch verlieren. Oh wow, der verliert jetzt auch noch. Ich meine, ich finde das gut, dass er verliert. Gegen den hat er verloren. Oder? Nee. No grave for you.
Dann haben wir 11 Gold. Ich könnte auch Undeads draufstellen, 3 Stück. Aber ich glaube, wir spielen das mal so. Ah, ich wollte ihn jetzt noch unternehmen. Okay. So wollte ich das. Ja, alles cool. Und oh, die ist einfach abgehauen, wie frech. So. Sind es Dismiss und Rolls? Wahrscheinlich schon, Mann. Ich will ja auch wieder gewinnen, so ist es ja nicht. With bones and spells I come. Ja. Was disst man denn so? Wahrscheinlich tauchen, damit es recht günstig ist, maybe. Oder Götter schon recht teuer wieder. Den können wir immer noch nicht besiegen hier, ne? Ah, da auch Mana-Butz hier drauf. Ah, der ist das hier. Ah, guck mal hier. Undeads, Trolls, Warlocks. Okay. I guess we chillen. Haben wir Dismiss? Nee, haben wir auch nicht. Boah, die Relikte sind dafür eigentlich nicht so traumhaft, ne? Mangletree wäre vielleicht ganz okay. Boah, das ist wirklich, wirklich, wirklich schwer. Vier Tangos. Mal schauen, ob welche Human spielen. Bei Second Chance ist ja eigentlich immer der Fall. Ich meine, ich spiele es ja auch gerne, ne? Ich finde das auch sehr satisfying, wenn du die Bücher hast und dann machst Ring, 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 Ring. Sehr schön. Ich glaube, wir nehmen den Dismiss mit. Vielleicht lieber die Kokosnuss? Ja, nehmen wir die Kokosnuss. Let's go for this then. Aber wir haben ja eh die Runde der Neutrals. Ich meine, wir können immer noch Undeads gehen, ne? Falls wir jetzt als Relikt Reaper bekommen. Vielleicht soll ich dann auch Level abgehen und wir gehen auf Undeads, maybe? Die beiden bringen mir nichts, ich will nicht rollen. Ja, wir machen das. Ich spiele das jetzt so, wir spielen das jetzt erstmal so, aber ich gehe nicht auf Level 3, ja? Das ist halt meine Devise jetzt. Und wir gehen ganz normal auf Economy Level ab und Undeads. Das wäre so mein Gedankengang, weil wir werden definitiv gegen ein paar Leute gewinnen können. Und ich hoffe auch noch für ein paar Runden. Und mit dem Level-Up gehen wir ja natürlich dann auch Richtung Undeads. Level 6 gegangen hier. Der auch. Wir müssen außerhalb gewinnen, das wäre halt wichtig. Der ist noch Level 5. Den pullen wir hier. Die Luna ist eigentlich ganz gut. Gefällt mir. Plus 4. Das ist halt sehr cool, weil nächste Runde brauchen wir nur zweimal klicken. Drei Leute haben Reaper genommen. The Oma zu schlagen wäre ein Träumchen, weil der hat den Winning Streak.
Okay. Es wäre natürlich cool, Level Up zu bekommen hier. Vielleicht sogar den hier und dann austauschen, aber... Lass uns das einfach mal auf Economy-mäßig runterspielen. Ich gehe einfach auf XP. Wenn wir Level Up bekommen sollten im Roll, wäre es nice. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon gegen ihn spielen will, weil ich glaube, ich habe eine Chance gegen den. Ich spiele noch nicht gegen ihn. Das wird er wohl gewinnen. Ah, wir spielen gegen ihn auf unserem Feld. Wir schauen mal. Das ist perfekt. Ist auch sehr, sehr gut. Der ist aber, der ist zu stark tatsächlich. Und das, obwohl es ziemlich optimal war. Immerhin haben wir auswärts gewonnen. Er hat seinen Winning Streak noch. Das bedeutet, wir haben immer noch eine Chance. Also wenn wir jetzt hier Level Up bekommen, hier Level Up bekommen, vielleicht ihn hier, dann haben wir auf jeden Fall die Chance zu gewinnen. Krass, dass er so stark ist. 4 Trolls. Wäre der Antimate-Counter besser gewesen an dem Ogre? Nee, ich glaube nicht, weil der Battlerider darf nicht fliegen. Here's pus in your eye. Jetzt haben wir noch die Warlocks dazu. I mean... That's good, right? Ey, das ist so ein Wucher, Alter. Ricky haben wir noch nicht. Aber ich habe keine Donuts für 5. Ah, wir spielen immer noch nicht gegen ihn. Vielleicht finde ich das auch ganz gut. Aber er wird halt auch stärker, ne? Das ist halt auch das Ding. Noch gewinnt er. Gut. Das sind halt ziemlich große Upgrades hier, die beiden. Lass uns das mal so machen. Vielleicht kriegen wir was. Nope. Ist halt wichtig für uns, auswärts zu gewinnen. Aber ich glaube, es ist nicht so wichtig, dass ich jetzt runterrollen muss. Vor allem, wenn wir eine Runde vor 15 sind. Und es wäre für uns sogar optimal, desto später wir ihn besiegen, desto besser für uns. Wenn er bis dahin die Winning Streak hat und wir ihn besiegen können. Wir kämpfen jetzt gegen ihn. Fast habe ich es erahnt. Okay, wir wollen ihn besiegen. Kriegen wir nicht dead, ne? Schöne Kokosnuss. Schöne Kokosnuss. We got this. Ja. There it is. Nice. Level up. Ein Träumchen. Okay. Ich glaube, so war es dann wirklich optimal, wa? 3 Humans hier direkt. Aber ich glaube... Das ist für uns jetzt nicht so super interessant, right? Ich weiß nicht. Aber wir haben gut die Undeads hier. 2 weitere spielen noch Undeads. Oh boy, oh boy, oh boy. Das ist natürlich blöd. Okay, wir nehmen hier die Level-Ups, Alter. Also jetzt will ich noch mehr die Undead spielen, einfach weil wir damit richtig viel rausblocken können. Aber da sehe ich schon Drone so. With bones and spells I come.
Dass wir kein Level abkriegen, ist halt so frech. Das ist halt wieder so Mr. Mr. Auto-Chess-Boy, Auto-Chess-Roll-Gott sagt, hier, ich gönne dir gar nichts. Okay, wir gehen auf Level Up. Egal, ob wir jetzt gewinnen oder verlieren, wir gehen auf Level Up. Es bringt mir halt nichts so. Das ist nice, das gewinnen wir hier. Und außerhalb auch. Fünf Mangos, ne? Hör auf, die anderen zu sammeln! Stop it! Die oben, die drei Reaper Boys. Level 7, Level 7, Level 7. War jetzt gerade sehr schwer, nicht zu rollen. Einmal können wir! War unter meinem Gold. Yikes. Können wir gewinnen, verkaufen wir Witch Doctor. Er hat unbedingt Streak. Können wir die brechen? Auf seinem Feld, please. Das wäre geil. Jetzt gegen ihn. Können wir gewinnen? Come on. Nice, keine Rockets. Nice, kein Doom. Das sieht sehr gut aus. Ah, das sieht sehr gut aus. Nice. Sehr gut. Wir sind wieder einmal 2 XP. Wir müssen ihn nicht verkaufen. 2 XP vor Level 8. Sehr, sehr gut. Das läuft wie am Scharnürchen. Entschuldigung. Ja, I guess. Let's do it like this. Wir sind Level 8, okay. Der ist auch Level 8, aber er hat kein Geld. Und das spielt keine Undeads. So, haben wir hier die Undeads? Nicht wirklich. Haben wir hier Undeads? Oh, Lich, die habe ich ganz vergessen. Ja, aber das werden wohl... Ich meine, er hat 6... Aber es sieht irgendwie traurig aus. Nice. Komm. Aber wir können alle aufleveln. Sogar Snap. Will ich sogar machen, auch wenn wir Snap verkaufen. Wir brauchen Lich und Drow. Die darf ich nicht übersehen. Drow, darauf habe ich geachtet, aber Lich habe ich nicht drauf geachtet. Wir gehen einfach weiter Richtung Level Up. That's it. Ist jetzt die letzte Runde, wo wir noch XP abholen können. Falls wir die Runde auch noch gewinnen sollten außerhalb, haben wir jede Runde abgeholt und 2 Winning Streaks gebrochen. Das heißt, also mehr Value hätten wir da nicht rausziehen können. Lass uns am besten jetzt gegen ihn. Ja, einfach nur, damit ich nochmal dominierend zeigen kann, dass die 3 Undeads, die ich habe, stärker sind als eine 6. Ja, also gegen Pablo hier. Da ist jetzt mein Bild. Okay. Wir kämpfen gegen The Oma. Das wird schwer. Könnte sein, dass wir das verlieren. Und hier... Das ist ein sehr guter Konter. Kommt auch nicht. Oh, easy. We strong. Nice. Okay. Perfekt. Value war Optimopti. Wir nehmen nicht Great Vault. Auch wenn das wahrscheinlich einige von euch so spielen würden. Ich find's langweilig. Ich würde nochmal Reaper nehmen. Ansonsten... Elite-Rekrutierer? Gibt es, ne? Ja.
Also Elite-Rekrutierer würden wir nehmen. Patch 2. Wir haben Neutral Round, deswegen ist egal. Okay. Wir sind bei rund 55% oder so. Wir brauchen noch ein bisschen XP. Sieht auf jeden Fall nach einer sehr soliden Runde aus. Hier ist noch einer mit einem Winning Streak. Sehr schön, wir haben Desolator. Wir nehmen nochmal Reaper. Da mache ich doch keine Gefangenen. Ne? Komm, gib mir noch einen Snapfire jetzt, damit wir auf jeden Fall weiterhin dominieren können. Weil jetzt will ich natürlich noch stärker werden, dadurch, dass wir jetzt wieder Reaper haben. Und von 9 auf 10 ist halt ein langer Weg. Da Reaper, also da hilft uns Reaper extrem. Wir könnten 3 Ticks. Ah komm, wir rollen. The Stormcrafter kommt. Will ich das pushen, wenn wir ihn stellen können? Wir haben eine Winning Streak, weißt du? Vielleicht können wir es damit noch ein bisschen besser aufrechterhalten. Wir haben jetzt noch mehr Chancen auf Legendary. Wir brauchen Lich, Drow und Spectral. Deswegen dachte ich, ich pushe es jetzt lieber, weil die anderen Leute nehmen uns die Pieces weg. Ne? Oh, come on. Das wäre ja perfekt. Sein Damage ist da raus. Nice. Und wir sind bei 30 Gold. Sehr, sehr gut. Ich kann natürlich auch dismissen und so, ne? I know, ist mir durchaus bewusst, aber... Wir sind bei 40 Gold, ich bleib so stehen. Sollte ich jetzt... Ne, die Warlocks passen gut rein. Zweimal Snapfire. Also, wenn einer von den Jungs da irgendwie auf Level 2 wäre, wäre das was anderes. Aber ein Undying 1, Patch 1, das ist alles nicht besser. Es gibt uns keine Combo. Das ist einfach nix. Guck hier, die werden uns halt weggenommen. Ich glaube, der hatte Drow, ja, hier. Der hat Ricky wahrscheinlich. Ich glaube, die verlieren wir die Runde bei ihm, oder? Hier ist aber Tanky, du. Okay, aber haben wir. Hat noch jemand Reaper? Ja, gerade der. Ich muss sie anders hinstellen. Ich splitte sie, weil ich will nicht, dass er von uns Boost bekommt oder unser Winning Streak bricht oder sonst irgendwas. Ich werde zwar jetzt zeitnah nicht mehr gegen ihn spielen, aber das ist erstmal egal. My quiver and bow are ready. Eigentlich müsste der... Okay, wie stellt er ihn hin? Okay, jetzt hat er ihn auf Level 3. Das ist schon ganz... Okay. Ich könnte halt zwei austauschen, ne? Weil den Husker will ich noch nicht runternehmen. Ja, guck mal. Tatsächlich ist er jetzt gegen uns dran. Ah, das ging zu schnell. Ja. Da kriegt er einen guten Boost, Alter. Plus 16. Level up dadurch bekommen. Wäre schön, wenn wir außerhalb jetzt noch gewinnen.
Ja, das ist natürlich nasty hier. Ich weiß, keine Warlocks. My quiver and bow are ready. Lich 2, Undying 2, Patch 2. Wo sind meine? Like, for real. Du kannst du bitte rausfliegen? Kollege Schmalschuh, Alter. Okay, wir werden jetzt nicht mehr gegen ihn spielen. Und ich habe wirklich alles darauf gelegt, dass genau er unser Gegner sein wird. Deswegen machen wir das so. Das ist der andere Undying Boy. Der hat 6 Undying. Das verlieren wir. Wir gewinnen außerhalb. Das ist wichtiger für uns, weil wir haben genügend HP. Wir haben keine Winning Streak mehr so. Aber naja. Kein Lich. Ich denke, wir verabschieden uns jetzt von dir. Da ist der Lich. I am the dead of winter. Verabschieden wir uns von dir? Na, maybe not. Maybe not yet. That's pretty nice. Ich werde erstmal kein Geld in XP stecken, weil wir noch XP so bekommen und Level 10 ist für mich nicht so super krass wichtig. Klar, die Prozente auf unseren Spectre ist natürlich, ne, den auf Level 2 mit den Items, die wir haben. Aber wir müssen die auch Level 2 kriegen. Okay, nice. I bring an end to magic. Come on. Ja, it's fine. Du kommst jetzt weg. Lord of Alanis. Einer noch. Will ich jetzt ins... Ja, I guess. Oder dich. Nee, den Troll brauchen wir noch. Wir machen das mal so. Okay, das war natürlich schön jetzt gewesen, aber was soll's. Okay. Das ist die miese Brise hier. Ja, nice. Junge, wie groß dieser Baum war. Er hat einfach einen riesen Baum gefällt. I've waited for this moment. Kein Patch, kein Lich. Tekka hat ihn auch aufgelevelt. Also der muss hier raus, ganz dringend. Ich meine, der hat jetzt eigentlich nur noch Lich. Oh. Patch, Lich, okay. Patch, Lich, Spectre. Weg mit dem. Hat er 9? Er hat 9. Ne, er hat 6. Nein, er hat 9. Er hat gerade verkauft und draufgestellt. Oh, der poppt jetzt aber auf, du. Der muss dringend hier raus. Der Meepo-Boy muss gegen ihn spielen. Komm, train. Er hat 8. Wem fehlt ihm? Wer fehlt ihm? I don't know. Ja, der hat uns wieder einfach hops genommen. Oh Gott, ich dachte, mein Rechner ist wieder abgestürzt, Alter. In dieser Runde.
Der Boy muss raus. Er hat gerade noch immerhin nur 8 Undeads. Er fehlt ihm. Winterboy? Here's Passerai. Ja, yep, wir sind am Arsch. Ah, das ist mies. Das ist richtig, richtig mies. Eine Menge Damage. Oh, war ja, okay. Vielleicht sollte ich mal auf Level 10 doch nochmal pushen, weil ich kann anscheinend auswärts auch nicht mehr gewinnen. Der gibt mir hier auf den Senkel. Der hat immer noch 8. Ich bin echt blind gerade. Der Necro hatte Vengeful. Vengeful fehlt ihm. Aber Vengeful hat er hier hinten. Ach, weil er ihn drauf lässt. Ah, ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe doch Venge gesehen. Okay. Nice, er hat noch 4 AP. Nein, er hat gegen ihn gewonnen! Okay, das ist bad. Das ist richtig bad jetzt. Ich dachte, er ist sicher dann raus. Oh, damn it. Aber ich will halt auch, dass er verliert, das muss ich auch dazu sagen. Das ist halt so eine Geschichte für sich gerade. Okay, Runde 30. Wir wollen natürlich aufleveln, damit wir die Items auf einen Spectre legen können. Aber Spectre Level 2. Es gibt kein Egg, das heißt, wir müssen Io-Relikt. Ein Io-Relikt würden wir nehmen. Oder Vladimir. Ich weiß nicht, ob Vladimir jetzt die Sache ist. Nee, ich glaube tatsächlich Treasure oder Io. Weil unser Fokus liegt im Hyper Late Game, das bedeutet, ich brauche halt Spectre Level 2 als Carry. Die Items sind schon nicht schlecht. BKB wäre ganz gut oder Butterfly. Aber ja. Dann nehmen wir Treasure. Damit wir dann die besseren Items bekommen können. Er spielt Arkia hier. Vierer Arkia. Habe ich auch seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Okay. I am the dead of winter. Level up. Dann gucken wir jetzt mal für unsere Dudes. Bringt ja nichts, wenn ich hier jetzt rumdümpel. Dich haben wir mal weg. Ich habe nicht mal einen bekommen. Bin mir sicher, ich bekomme jedenfalls einen. Das ist echt ärgerlich. Das ist der blöde Hampelmann. Der ist Level 9. Er will Level 10 gehen für die 9. Okay, das ist nice.
Wir verlieren gegen ihn, aber nicht so viel. Zwei sind raus. Wir haben noch 49. The frost spreads. I don't know, Alter. Boah. Lich statt Primal. Wir haben Level 3, ja. Er hat auch gut was weggemacht. Boah, der Crit. Sehr schön. Okay. Ja, der ist halt frech. Welcome, Primal Beast. Na, du auch hier? Ah, ich weiß, ihr sagt, ihr hättet doch dismissen können. Ja, ja, genau. Vielleicht sollten wir Arkwarden dismissen, einfach für 4 Gold. Schade. Er geht auf Economy, oder was will der? Wie selbstsicher ist der? Als wenn. Der hat 12 HP und sagt, ja, ich gehe für Treasure, 80 Gold, let's go. Junge, ich bin Level 10, please. Du wolltest dismissen. Nein, wollte ich nicht. Ich hab's nur gesagt, ja. God damn it. Kein Troll, kein Warlock. So, ich hab doch jedenfalls die Possibility, noch irgendwas zu machen hier. Jetzt, please. Oh boy, Alter. Gegen den Zugboy? Ne, gegen Attacker-Schmecker. Sag mal, wieso? Das kann nicht sein, dass ich hier nicht auf die. Sag mal. Spectro, jetzt! Okay, wir haben die Neutral Round. So, I don't give a damn. Die Warlocks bringen mir halt auch gar nichts, Alter, komm. Mal ganz ehrlich. Vergessen. Mac. Den gehen wir für Mac. Und dann nehmen wir das schon mal für BKB. Come on.
Komm mal. Ach, das ist jetzt aber... Ja doch, wir machen das so. Und lasse ich das jetzt aber drauf? Lasse ich das noch drauf? Ah, der ist so scheiße, der Gegner hier. Als wenn... wie er sich perfekt hingestellt hat gegen mich. I mean, I'm not... Oh. Ich wollte sagen, I'm not dead, aber das war ja richtig knapp. Er kriegt einfach plus AP noch. Was ist das für ein Riesenbird? What is happening? Oh Gott. Come on, Troll Level 2. Ich kotze wirklich im Strahl, ne? Ich mach das jetzt einfach, komm. Ich kotze im Strahl, Alter, ganz ehrlich. Ich habe das jetzt einfach nur gemacht in der Hoffnung, dass ich noch einen Spectre bekomme und dann... Weil ich kann, selbst wenn er auf Level 2 ist, keine Ahnung, also das geht so nicht. Ich bin raus, wenn ich gegen ihn verliere und ich verliere gegen ihn. Kann der rausfliegen bitte? Das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Was macht er denn hier? Wait, flieg ich raus? Und das ist 3 oder? Das sind... Ja. Wie habe ich das Spiel verloren? Wie kann das sein, dass ich das Spiel verloren habe? Es fuckt mich so ab gerade. Junge! Das kannst du doch niemandem erzählen! Der Typ hier ist immer noch drin! Dieses Spiel ist für den Arsch. Haut rein.